Der Weisswein mit dem Namen Hotel Richard vom Loic Schmutz aus Prat bei Mauvuy hat die Jury offenbar überzeugt. Der Jahrgang 2022 war ein guter. Darum kann er jetzt auf alle Flaschen von dieser Sorte den Beweis für seine Goldmedaille kleben. Für einen gesamtschweizerischen Wettbewerb ist das in der kleinen Weinregion Vuy eine gute Leistung. Primär ist das eine Anerkennung für die Arbeit, die die Winzer das ganze Jahr über geleistet haben. Es ist wirklich schön, so eine Goldmedaille zu bekommen und es bestätigt eine harte Arbeit. Was den Verkauf betrifft, ist es profitabel und es macht nicht nur die Region, sondern auch ein Weingut bekannt. Es zeigt, in Vuy machen wir guten Wein. Wir sind vorne dabei, auch wenn wir ganz klein sind. Heute hat der Winzer einen Gast in seinem Degustationskeller. Es ist die Verantwortliche der Branchenorganisation Wein von Vuy, die ihm kommt zur Goldmedaille gratulieren und auf sein Wein und mit seinem Wein anstossen. Für uns ist es eine sehr schöne Belohnung. Das ist schon wirklich, wir sind stolz auf das. Wir sind eine ganz kleine Region, also 160 Hektare haben wir. Es ist ganz klein, 1% Produktion der Weine in der Schweiz. Also wir sind wirklich stolz. Ich habe schon gewusst, wir machen sehr gute Weine, aber jetzt wissen es alle in der Schweiz und auch über die Grenzen. In seinen Reben oberhalb von Prat wachsen schon Trauben für ein Chasselas Hotel Richard vom Jahrgang 23. Und die kann er in etwa 2 Wochen anfangen zu ernten. Wir haben gesunde Trauben. Eine Ernte ohne Krankheiten ist schon außergewöhnlich. Das macht Freude. Dieses Jahr war es nicht so einfach von den klimatischen Bedingungen her, aber vom Ertrag her sind wir sehr zufrieden. Die Trauben haben Zucker und es sieht nach einem super Jahrgang aus. Der Chasselas Hotel Richard ist zusätzlich nominiert unter den 6 besten Chasselas der Schweiz. Am 6. Oktober ist da die grosse Entscheidung. Wer die Goldmedaille Weihe von Region Vuy probieren will, hat zum Beispiel am Winzerfest von Vuy zu Prat am Wochenende vom 16. und 17. September die Gelegenheit dazu.